Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Yonder The Cloudcatcher Chronicles mit mir, dem guten Zock. Eine Standardbegrüßung zu einem geilen Video. Es schneit, im Hintergrund sehen wir, oder sahen wir auf jeden Fall eben gerade da, wo die Sonne scheint, so, oh, ist es laut, so einen Stein. Auch so ein Portalstein, also kein weißen Stein wie der hier oben, der super nice ist. Sondern einen eher anderen Stein. Alles klar, ist es da unten? Ach, da unten müssen wir sogar hin. Geil. Kawabanga! Dann, oh, voll geil, jetzt kommen wir zu der Truhe. Komm schon, komm schon, komm schon. Interessant, von da oben kommen wir also zur Truhe hinauf. Genau, jetzt wollen wir erstmal das Holz abgeben. Na, ja, komm schon. Ja, ja. Geil, dann probieren wir es gleich nochmal. Das ist ja nice. Ah. Edmund, oh, du hast die Holzlieferung. Vielen Dank, das ist eine große Hilfe. Hier kannst du einige Planken für deine Mühlen. Oder hier hast du einige Planken für deine Mühlen. Nutze sie. Sie sind viel nützlicher als ungearbeitetes Holz. Gracias! Sag ich da mal. Alles klar. Hier sind noch 5 übrig. Teuten und Handeln. Gelbsandschrein, Schreiner der Gildenmeister, Zahnrad. Das Bartduell. Fleckenbaum, Waldsteinbrücke. Genau, das sind die. Oh, da haben wir noch eine. Brauergilde. Fleckenbaumschein. Baue den Glanzhof auf. Gehen wir erstmal auf Häuten und Handeln. Wir fangen oben an. Aber wir müssen erstmal wieder auf diesen Hügel drauf. Um nochmal auf diese Schreinerhaus raufzukommen. Da haben wir das eine, das andere haben wir da. Ah, ich sehe gerade da vorne, das sollten wir vielleicht gleich machen. Das hatte ich in der einen Folge mal gesehen. Oh, wir können ja nebenbei hier nochmal die Mission abschließen. Erstmal draufspringen, würde ich sagen. Nein, wirklich, ich meine es ernst. Der ist umsonst. Haue Stein, dann hast du es fein. Nice. Den können wir auch als Landarbeit abholen. Bei Felix Pfannstedt abliefern. Der ist wahrscheinlich da oben drauf. Okay, gut. Da müssen wir eh hin. Das passt ja super gut, dass wir da oben hin müssen. War das nur ein Käferchen? Ja. Das ist nur ein Stein. Erstmal mitnehmen, würde ich sagen. So, da haben wir nämlich A. einen Geist, den wir uns natürlich wegsnacken. Hallo. Oh, Klexi. Wow, hi du. Ich habe da drin vollkommen die Zeit übersehen. Asche auf mein Haupt. Ab sofort reise ich mit dir. Kann ich nachvollziehen, Klexi. Du bist nämlich super süß. Oh, gut gemacht. Wirklich, ein schöner Pelz. Ich hoffe, du hast den nicht einfach durch Handeln erworben. Wenn ja, wäre ich dir auch nicht böse. Wie auch immer, du wirst in Gemäher schon klarkommen. Sein Lach ist nice. Das hätte ich fast vergessen. Hier ist etwas Besonderes für deine Mühlen. Hier ein Lederturnister. Geil! Einen neuen Rucksack. So. Okay, nee, das wollte ich gar nicht. Wir können ihn als Landarbeiter anheuern, aber noch nicht, noch will ich das nicht. Wir gehen jetzt, ach nee, gar nicht, war hier. Ich wollte ins Inventar. Wir haben ja ein Lederturnister. Wir tragen zurzeit den Leinrucksack und jetzt können wir uns den Lederturnister, nice. Der ist zwar rucksackartiger, aber der sieht weltenbummlerischer aus. Und der fackelt so schön. Okay, wir müssen, wie gesagt, nochmal auf den Hügel da drauf, um von oben
runterzuspringen, um an die Kiste zu kommen. Aber trotzdem. Okay, Schreiner, Gildenmeister, zack. Da müssen wir wahrscheinlich, ja, stelle Sachen für die Schreine im Wert von 1000 Goldstücke her. Boah. Nein, hier kommen wir nicht hoch. Ich dachte, vielleicht kann man, ist es hier schräg genug, dass wir da zumindest mal hoch können. Wäre ja ganz praktisch gewesen. Das sieht aber auch aus geil aus, wie so ein Becken hier, ne? So. Dann wollen wir mal. Sind wir schon mal hier oben? Müssen wir auch bald in der Nähe sein? Von einer Blume, meine. Von diesem Mutombo-artigen. Genau. Jetzt kommt hier der Stein der Weisen. Aber wir müssen von da oben runter, würde ich behaupten. Dass wir da auch wirklich das Ziel soweit erreichen können. Okay, komm, 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 komm. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, Mann. So muss das. Oh, ein paar Planken haben wir gekriegt. Und die Erkenntnis, dass wir jetzt wissen, wie man hier hochkommt. Ach, von der Seite können wir so einfach rüberspringen? Von der hier nicht? Was soll das denn, wollte ich sagen? Okay, ich würde sagen, bevor wir uns auch hier weiter an die Mission machen, gucken wir uns erstmal hier an. Hier ist die Zufriedenheit bei 71% in diesem Gebiet. Hier bei 47, hier bei 51. Stein der Weisheit. Stein der Weisheit. Der ist noch nicht aktiviert, der ist noch nicht aktiviert. Wahrscheinlich müssen wir uns jetzt den hier oben mal anschauen. Ich würde sagen, das machen wir auch. So, dann müssen wir jetzt allerdings da lang, würde ich sagen. So. Müssen wir nochmal ins frostige Gebiet. Zack. Und dann können wir uns wahrscheinlich wieder den nächsten Stein der Weisheit angucken. Ich frage mich, was passiert, wenn wir alle Steine... Missy? Hab dich doch gehört. Hä? Ich bin kurz leid. Manchmal sind die kleinen Miesis verdammt gut versteckt. Hui. Alles klar. Gehen wir erstmal weiter. Hier warten noch eine Menge Miesis darauf, von uns gerettet zu werden. Ey. Jetzt bin ich erstmal eine harte Runde backen geblieben. Hier hätten wir auf jeden Fall auch noch ein, zwei Missionen, die wir erledigen müssen. Ja, ja. Wir sind übrigens im zweiten Jahr. Wir haben ein Jahr gebraucht, um König zu werden. Als nächstes müssen wir diesen Fluss überqueren. Da kommen wir eine Steinbrücke. Da brauchen wir allerdings einen Steinbogen. Können wir den irgendwie craften gerade? Oder brauchen wir sicherlich noch einiges mehr, ne? Ja.
Konstrukteurset. Mörtel zweimal. Dachte ich mir. Das wird noch eine Weile dauern, bis wir das hinkriegen. Ah ne, von hier aus wird das nichts. Aber dann könnten wir nachher echt eine schicke Brücke hier erstellen. Was das Ganze natürlich wesentlich vereinfachen würde, hier rüber zu kommen. Shit. Ah, dachte ich mir. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir da schon wieder nicht rüberkommen. Können wir Mörtel denn herstellen, dass wir das irgendwie... So, gucken wir mal. Zack. So. Da können wir einmal ein Konstrukteurset. Was brauchen wir? Nein, da wollte ich gar nicht hin. Ja. Da brauchen wir Konstrukteurset, zweimal Mörtel. Zweimal Mörtel. Noch. Zweimal Kopfstein und zweimal Scheitelstein. Und dafür haben wir eins. Okay. So. Jetzt können wir davon einmachen. Und hierfür brauchen wir jetzt immer noch Scheitelstein ein. Dafür brauchen wir... Okay, noch ein Set. Dreimal davon, alles klar. So, ein hiervon. Zwei. Hier noch ein Sack. Und wieder. Und jetzt können wir erstmal so einmachen. So. Brauchen wir noch zweimal Kopfstein. So. Und nochmal Kopfstein. Und wieder so. Und jetzt können wir einen Steinbogen machen. Okay, was brauchen wir noch für die Brücke? Du hast den Mörtel entdeckt. Ein vier Steinbögen. Alter Vater. Oh, das kann eine Weile dauern. Das kann eine verdammte Weile dauern. In der Zeit müssen wir erstmal einen anderen Weg suchen. Über die Karte eventuell. Da kommen wir, kurz sagen, da kommen wir ja jetzt nicht rum. Ich würde sagen, gehen wir erstmal zu diesem Portal. Ach herrje, ich dachte, wir können da jetzt erstmal so schnell rübergehen, aber nein, können wir natürlich nicht. So. Gehen wir erstmal wieder zurück. Okay. Hier wäre irgendwo die kleine Missy. Okay, diesmal habe ich dich definitiv zu meiner Rechten gehört, Missy. Die Katze veralbert mich doch. Direkt vor mir. Hm.
Wir sensen hier erstmal hart alles weg. Wo ist die Katze? Sensen wir erstmal hier aber den Stein weg, würde ich sagen, und den Baum. Bleibt ja nur noch der Baum zu wegsensen. Besonders. Hä? Wo bist du, Missy? Plopp. Die ist keine Katze. Jetzt ist sie hier. Die Katze natzt mich. Hey du. Skumbles haben beste Freunde und mögen zwar nicht von ihnen getrennt und mögen es gar nicht von ihnen getrennt zu sein. Alles klar. So ein süßes Sternbild. Interessant. Ich überlege, ob diese Sternbilder etwas damit zu tun haben. Hier in der Nähe wäre noch ein Stein der Weisen. Wir können ja nochmal. War hier gerade ein Alpha-Wand? Ach nee, hier ist einfach nur eine Kante. Gott sei Dank. So, ein Holz Brad. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zu dem Stein der Weisen, der da oben auf dem Berg chillt, offenbar. Ah nee, das ist, das ist unser Stein der Weisen, würde ich sagen. Jupp, das ist unser Stein der Weisen. Aber hier hinten hätten wir auch noch einen. Aber warum der nicht aktiviert ist, verstehe ich aber auch nicht. Wir können ja sonst... Komm, wir gehen erstmal zu unserem Haupthof. Da haben wir auch gleich den Stein der Weisen in der Nähe. Gucken, ob der sich jetzt irgendwie aktiviert hat. Oder ob wir die wirklich der Reihe nach aktivieren. Ich dachte, der Baum hat vielleicht eine dunkle Aura. Das wirkte gerade so. Das wäre heftig gewesen. Da guckt gerade der Zwerg hinter Baum vor. So. Klaggedi, klaggedi, klack. So. Jetzt sollten wir fast da sein. Entschuldigung, dass ich gerade so ins Mikrofon geschmatzt habe. Das war nicht meine Absicht. Und... Wuhu! Ah, ich mag das. Das hat irgendwie was. So, dann können wir jetzt hier langsam hoch. Klaggedi, klaggedi, klack. Dann haben wir hier auch auf unserer rechten Seite eigentlich noch ein bisschen Finsternis, die entsorgt werden müsste. Ich würde sagen, das übernehmen wir gleich hier mit. Wieso stehen hier? Weiße Bäume, ist ja geil. Warum sind die mir vorhin nicht so aufgefallen? Oder sind die mir schon aufgefallen und ich habe es bloß vergessen? Das wäre natürlich verdammt lässig. Das sieht aus wie ein Kirschbaum. Hm. Alles höchst merkwürdig hier. Hallo Spinnweben. Zack. Seid ihr die Düsternis? Haben wir oder machen wir glatt? Plopp. Glatt ein bisschen Düsternis.
verschwinden lassen, um auf der anderen Seite wieder rauszulaufen. Zack. Oh, Alter, nice. Golderz. Runde Zöpfe. Alles klar. Da haben wir doch nett was gefunden. So. Ach, dieser Schnee ist echt schön. Denn auch das Gebiet mit diesen Bäumen ist auch so wunderhübsch. Zack. 77%. Das ist doch geil. Produktionsrate ist relativ hoch. Hier sieht alles soweit sauber aus. Hallo Grovelein. Ja, so ein lieber Grovel. Endlich mal wieder zu Hause. Und wir haben einen Kirschbaum hier bei uns wachsen lassen. Wie cool ist das bitte? Sehr, sehr lässig. Ernten ist mal hart alles ab. So. So. Plopp. Okay, das war's soweit. Haben wir jetzt mal alles geplantet. Oh, ist das laut. Und können mal gucken, was wir hier produziert haben. Oh, ein bisschen was an Sticky Stick Sticks. Aber Grovel hat keine Milch mehr gegeben. Wie finde ich denn das? Ist ja auch der Lieb zu unserem kleinen Grovel. Aber wir haben einen Kirschbaum bei uns in der Hütte. Wie nice ist das bitte? Das hat sich fast ein bisschen gereimt. Hier soll angeblich ein Stein der Weisen sein. Aber hier ist nichts. Hier ist nur das macht keinen Sinn. Auch hier, das ist auch nichts. Das ist einfach nur ein kleiner Felsen. Auch wenn wir von hier darüber gucken. Einfach mal gar nichts. Das finde ich sehr verwirrend. Ich kann ja auch nirgends interagieren. Können wir nochmal den Hammer rausholen. Aber hier scheint nichts zu sein, mit dem man interagieren kann. Vielleicht können wir den erst später aktivieren. Ich weiß es noch nicht. Naja, aber das können wir auch in der nächsten Folge ausprobieren. Werden wir uns quasi auf den Weg zum nächsten Stein der Weisen machen. Ja, nicht wahr, Gruffel? So, wir sind auf unserem Hof. Und unserem Kirschbaum. Sehr, sehr schön. Und bis dahin würde ich sagen, haut erstmal rein. Und ciao.